Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Resident Evil 2, die Claire B. Kampagne. Und wir haben ja gesagt, dass wir in dieser Folge noch ein paar Items aus einem Raum rausholen, bevor wir nämlich in die Kanalisation weiterziehen. Jetzt muss ich nur ganz kurz mal überlegen, erstmal wo dieser Raum eigentlich war, was ich da genau gemeint habe, aber ich glaube, das war auf jeden Fall weiter hinten. Und was wir heute auch machen werden, ich habe gerade noch ein Faktenvideo zu Resi 2 geguckt und da ein mega krasses Easter Egg drin gefunden. Und das schauen wir uns natürlich auch noch gemeinsam an. Ja, ich würde sagen, das ist mein Plan. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich hier nicht von zu vielen Lickern und Mr. X'en und was weiß ich noch alles hier überfallen werde. Auf jeden Fall habe ich 4 Platz frei im Inventar, denn das brauche ich auch. Ich glaube, für den ersten Trick muss ich erstmal nach unten gehen. Oder, weil ich weiß, ich muss einmal ins Stars Büro. So, ich check nur ganz kurz ab, wie wir das jetzt hier am besten hinkriegen. Ich glaube, das war jetzt für den ersten Raum, den ich sowieso absuchen wollte. Das Schöne ist, hier haben wir auch gleich die Truhe und können einlagern. Wobei, wisst ihr, was wir auch machen können? Wir können noch den einen Film mitnehmen, den wir hier noch haben. Wir haben hier nämlich noch Haben wir nicht noch normalerweise eine Filmrolle? Oder habe ich die vergessen mitzunehmen? Ich glaube, ich habe die Filmrolle vergessen mitzunehmen. Die Filmrolle war in der Asservatenkammer. Aber ich glaube, für die müssen wir nicht hier lang. Nee. Die war woanders gewesen. Oder war die hier lang? Ich weiß es gerade gar nicht. Lass mal ganz kurz hier lang gehen. Ich muss mich ganz schnell mal orientieren. Also muss ich noch... Ja, den Film muss ich auch noch holen. Genau, und ich musste noch runter... Ah, genau, ich weiß. Ich musste noch runter zu den Gefängniszellen. Ich habe jetzt schon eine Weile lang nicht mehr... Oh Gott, Zombie-Polizisten! Scheiße! Ich habe ja gar nicht mehr gerechnet. Na, wunderbar. Mit euch habe ich ja gar nicht mehr gerechnet. Wenn du denkst, da kommt nichts mehr, kommt von irgendwo ein Zombie-Polizist her. Oh. Der hat seinen Arm verloren. Ich hoffe, jetzt kommen hier nicht so viele Gegner. Und vor allem hoffe ich jetzt, dass nicht irgendwelche Licker kommen oder so. Aber ich war doch der Meinung, dass ich den Film mitgenommen habe. Oder nicht? Hinten war ein Film drin. Oder habe ich den sogar schon entwickelt? Film B. Oder war der hier irgendwie drin gewesen?
Ich bin gerade völlig verwirrt. Ich dachte, hier wäre nämlich noch ein Film gewesen. Naja gut, dann ist hier irgendwie die Verwirrung komplett. Na gut, dann weiß ich gerade auch noch nicht. Wie gesagt, oder habe ich den geholt und schon entwickelt? Ich weiß es gerade echt nicht, Leute. Aber in der Truhe war ja nichts. In der Truhe war doch nichts gewesen. Ihr könnt mir ja versuchen, auf die Sprünge zu helfen. Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Vorsicht, genau, da hinten ist nämlich auch noch ein Zombie. Wir schauen noch mal schnell in die Truhe rein. Nö. Oder ich irre mich gerade einfach nur. Scheiße. Mann, ey. Ja, das nervt mich jetzt gerade, weil das einfach so unnötig ist. Vor allem werden es da oben auch überall Zombies sein. Und ich bin auch vor allem falsch. Bin mal astrein falsch gelaufen, oder? Das heißt, dieser ganze Weg hat mir jetzt eigentlich nichts gebracht. Doch, ich bin richtig gelaufen. So. Wir müssen ins Stars Büro, denn hier gibt es zwei Easter Eggs. Und die sind ziemlich cool. Und zwar habe ich jetzt auch erst mit selbst zusammengelesen. Aber hier hinten zum Beispiel sehen wir ja dieses Bild. Und dieses Bild, was wir dort sehen an der Wand, ist mega verpixelt. Aber tatsächlich ist es das Foto, das Doc Brown, Marty McFly und Clara in Zurück in die Zukunft 3 gemacht haben. Da lassen sie sich ja in der Vergangenheit zusammen fotografieren. Und ja, dieses Foto, stark verpixelt, hängt da oben. Cool, oder? Habe ich auch erst durch ein Video herausgefunden. Und dann gibt es noch eine coole Sache. Und zwar hier am Schreibtisch von Wesker, den ja jemand verwüstet hat. Es ist wirklich der Schreibtisch von Wesker. Und hier müssen wir jetzt ganz oft den Schreibtisch durchsuchen. Exakt 50 Mal. Das geht ja zum Glück schnell. Da, sie redet dabei nicht. Glücklicherweise. Aber irgendwann kriegen wir hier ein Item. Ja, zählt einer mit? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Aber ich habe mir wirklich nochmal so ein Faktenvideo angeguckt, um mal zu sehen, ob es nicht noch irgendwas Interessantes gibt, was ich euch über Resident Evil 2 erzählen kann. Und es gibt noch zwei, drei Sachen, tatsächlich. Lustigerweise Sachen, die ich alle schon mal gehört habe, aber im Laufe der Jahre einfach vergessen habe. Ich hoffe nur, dass das nicht nur von einer ganz bestimmten Seite... Ah, guck mal, da haben wir es. So, yep, wir haben einen Film bekommen, den kann man noch mitnehmen. So, und mehr gibt es ja auch nicht zu holen. Ja, was man nämlich noch erzählen kann, und zwar hat George R. Romero, den kennt bestimmt nicht jeder von euch, aber das ist derjenige, der Zombies im Kino eigentlich erst zu dem gemacht hat, wie wir sie heute kennen. Und zwar vor allem mit den Filmen Night of the Living Dead und Dawn of the Dead.
Das waren so seine großen Filme. Dann kamen zwar noch Day of the Dead und Land of the Dead und noch ganz viele andere Of the Dead Filme. Der war auch dann für diese Reihe einfach sehr bekannt. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich renne gerade in die falsche Richtung, ich muss doch den Film entwickeln, Alter. Es war mein Wunsch, diesen Zombies da zu entkommen. Aber wir werden auch diesen Weg dann wieder zurückgehen, denn der ist wesentlich leichter. Egal, was ich sagen wollte, George A. Romero ist damals von Capcom beauftragt worden, einen TV-Spot für Resident Evil 2 zu machen, der leider nur in Japan ausgestrahlt wurde. Ziemlich trashig, aber auch sehr cool ist. Und der hat Capcom so sehr gefallen, dass sie auch einen Resident Evil Film bei ihm in Auftrag geben wollten. Das hat er auch gemacht, zumindest hat er sich ein Skript ausgedacht, hat das Ganze auch soweit alles eingereicht. Ja, aber dann war Capcom nicht wirklich davon überzeugt, dass das im Kino gut funktionieren würde und hat sich dann für Paul Anderson entschieden, der ja dann diese berüchtigten Resident Evil Filme gemacht hat, die allesamt nichts mit Resident Evil zu tun haben, aber immerhin amüsantes Popcorn-Kino sind. Hab mir jetzt erst vor ein paar Monaten ja den letzten Film angeguckt. Der war ja ganz nett, hat ja die Story nochmal zusammengefasst, aber das hatte für mich alles nichts mit Resi zu tun, denn Resident Evil funktioniert ja für mich noch ein bisschen anders. Ich wollte schon sagen, wenn der mich jetzt nochmal erwischt, dann erschieße ich mich mit meiner Maschinenpistole, die ich in der Hand habe, knall ich mich einfach ab. Das wäre ein geiles Feature, wenn man dann so Suicide machen kann, um den letzten Spielstand zu laden. Man hat irgendwas falsch gemacht und denkt, oh nee, so kann ich nicht weiterleben und bringt sich einfach selbst um. Aber ich glaube, das wäre eine schlechte Message, gerade in der heutigen Zeit. So, wir entwickeln das Foto und wir bekommen ein Bild von Rebecca Chambers, Rekrut. Ja, warum hat Wesker dieses sexy Bild von Rebecca Chambers? Tja, Film D. Gut, ich glaube Film A kriegen wir dann mit Leon oder... Ach, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es doch nicht. Egal, wir gehen jetzt noch nach unten zu den Gefängnissen, sammeln dort noch die restlichen Items auf und dann gehen wir schnurstracks weiter zur Kanalisation. So, warte mal. Diesmal erwischst du mich nicht. Ey, ich werde nicht meine Munition verschwenden an diesen Standard-Zombies. Schon schlimm genug, dass ich teilweise meine Lebenskraft hier verschwendet habe. Was mich aber sehr gefreut hat, ich werde euch das Faktenvideo auch mal in der Videobeschreibung verlinken, weil soll ja nicht so aussehen, als würde ich mir das ganze Zeug zusammenklauen und als mein eigenes Wissen ausgeben. Nee, derjenige hat auf jeden Fall auch in seinem Video gesagt, dass für ihn Resident Evil 2 mit das beste Resident Evil ist. Und da kann ich ihm ja nur zustimmen. Es ist wirklich... Also, ja, bei mir gibt es da noch Code Veronica, das, was ich auch noch sehr gut finde. Aber die anderen Spiele sind jetzt nicht schlecht. Also, ich mag sogar den sechsten Teil und den finden viele verdammt scheiße. Aber ich finde, dass gerade Resi 2 ist eine unglaublich gute Fortsetzung. Also, das, es hat den kompletten Spirit, den Resident Evil 1 hatte. Und ist wesentlich besser als Nemesis. Code Veronica kommt ein bisschen mit ran, aber Code Veronica ist noch ein Ticken nicht so gut, weil Code Veronica sehr viel cineastische Elemente mit drin hat. Das werdet ihr dann sehen, wenn wir dann das Let's Play machen. Das werde ich allerdings erst ein Stück nach dem zweiten machen. Ich werde es nicht gleich im Anschluss machen, weil es startet ja im Januar auch noch Monster Hunter World und ich muss ganz ehrlich mal gucken, wie das dann so zeitlich hinhaut. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich jetzt hier noch verbringen werde. Also bestimmt noch so ein paar. Ich würde mal schätzen, wir haben gerade so vielleicht knapp, naja, die Hälfte vielleicht. Wenn, ja, ein bisschen weniger als die Hälfte. Ich weiß es nicht so genau. Also ich weiß, dass man die meiste Zeit im Spiel tatsächlich in der Polizeistation verbringt. Also den größten Teil. Die anderen Orte, die grast man dann schneller ab. Ich glaube mich aber daran zu erinnern, dass mit der in der B-Kampagne
war der Anteil, der dann im Labor ist, wesentlich länger. Oh oh, stimmt ja. Wetten wir, hier brechen sie gleich durch. Wahrscheinlich, wenn ich dann alle Items von unten geholt habe. Gab es eigentlich hier unten noch irgendeinen Raum, den ich nicht durchsucht habe? Bevor wir jetzt hier so einfach weitergehen. Und ich muss vorsichtig sein, denn hier können jederzeit Licker umherschleichen. Genau, hier haben wir schon alles, glaube ich, geholt. Ich laufe hier sogar nochmal in die Ecke hinein. Ja, hier haben wir alles geholt. Ja, hier waren die beiden Licker drin gewesen. Habe ich gerade wirklich einen Vogel gehört? Was zur Hölle? Was zur Hölle passiert hier mit mir? Hier war der Generatorraum, oder? War hier manchmal noch was? Ein grünes Kraut oder so? Resident Evil 1 werden wir dann nächstes Jahr auch noch irgendwann spielen. Ich weiß mal noch nicht ganz genau. Das wird dann eher so ein Lückenfüller. Wahrscheinlich für den Sommer oder so. Ist ja auch eher ein kürzeres Spiel, weil ich habe es schon ein paar Mal durchgespielt. Ich kenne jetzt nicht alles in- und auswendig, aber ich kenne doch vieles. Und vor allem, nee, da geht's zum Parken. Obwohl, da will ich da sogar hin. Vor allem aber ist es, glaube ich, nicht ein Spiel, was jetzt so viele Zuschauer begeistern wird. Aber so ein bisschen Retro-Gaming schadet auf YouTube nicht. Ich finde, dass viel zu wenig Retro-Gaming gemacht wird. Ich finde, seit Let's Plays, sag ich mal, so ein Massenphänomen geworden sind, konzentriert sich ja alles nur noch auf die neuen Spiele. Stimmt, den LKW hatten ja Ada und Leon weggeschoben. Ja, aber seit Let's Plays so ein Massenphänomen sind, konzentriert sich halt alles auf die neuen Games. Aber keiner interessiert sich mehr für die alten Spiele. Und ich finde, sie sind sehenswert. Sogar Gronkh hat ja mittlerweile seinen Retro-Kanal gelauncht. Zwar nicht er selbst, sondern er spielt dort glaube ich, selbst nicht, sondern Funk Royal und Onkel Jo spielen dort. Aber ich finde das gar nicht mal schlecht. Also, ich finde, es muss halt einfach wieder mehr Retro-Gaming geben. Ach nee, hier war der Film. Schaut mal, hier war der Film gewesen, den ich meinte. Und da kann man noch ein Schloss mit einer Karte öffnen. Wir haben aber gar keine Karte. Ich habe aber auch so keine Karte mehr. Also, so, da hinten waren jetzt noch Bolzen gewesen. Die sind sogar sehr wichtig für meine Armbrust. Ein grünes und ein blaues Kraut. Ich glaube, das kombiniere ich mir gleich mal. Weil das werde ich auf alle Fälle brauchen, wenn ich dann in der Kanalisation vergiftet werde. Das werde ich hundertprozentig, deswegen lohnt es sich, die beiden hier schon mal zu verbinden. Und dann war da, glaube ich, noch so ein einsames blaues Kraut irgendwo gewesen, oder? So, Armbrustbolzen. 36 Stück. Thank you.
glaube, hier hinten war noch ein blaues Kraut in dieser Tür drin. Habe ich beim letzten Mal auch nicht mitgenommen. Ist aber blöd, weil ich komme danach nicht nochmal in die Polizeistation zurück. Also wenn, sollte ich das blaue Kraut dann jetzt mitnehmen. Ein einziges blaues Kraut, Leute. Boah, shit. Das heißt, ich muss jetzt den ganzen Weg zurücklaufen, um die Kiste zu erreichen, um dort dann das blaue... Oh Gott. Das ist jetzt gar nicht umständlich. Und dauert jetzt auch gar nicht lang irgendwie. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch den Film entwickeln. Den gucken wir uns noch in dieser Folge an. In der nächsten holen wir das blaue Kraut und gehen dann in die Kanalisation. Weil ich habe jetzt keine Lust, die in dem Weg in dieser Folge nochmal zu laufen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Außerdem habe ich dann noch ein paar coole Facts zu Resident Evil 2 auf dem Nintendo 64 für euch. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Die Yugas Fact-Runde. Und ich kram noch viel mehr Facts über das Spiel aus. Leute, das ist ein mega gutes, sehr spannendes Spiel. Da kann man sich auch mal 1000 Facts zu anhören. Ansonsten guckt einfach mal selbst. Auf YouTube gibt es eine Menge Videos, die da auch auf die anderen Resi-Teile eingehen. Gerade in den früheren Teilen sind da sehr viele Easter Eggs versteckt worden. Ich finde generell, dass früher in den Spielen viel mehr Easter Eggs vertreten waren. Das ist dann irgendwie erst später passiert, dass, ja... Easter Eggs, so Easter Eggs, nicht Acts. Easter Eggs so unpopulär wurden, zumindest in den Mainstream-Games. Oder? Zumindest coole Easter Eggs. Klar, hier und da findet man schon noch welche, aber ich habe das Gefühl, früher war mehr. Früher war mehr Lametta. Ihr wisst, was ich meine. So, wir nehmen jetzt auch wieder die Abkürzung. Also nicht die Abkürzung, aber zumindest den sichereren Weg zum Speicherraum, wo wir auch den Film deponieren können. Das Gute daran ist, dass wir dann dort auch eigentlich gleich eine Truhe haben, um das Zeug reinzulegen. Ich glaube, das war auch fast das letzte Spiel, das noch so einen zentralen Handlungsort hatte bei Resident Evil, oder? Also wie jetzt die Polizeistation. Bei Nemesis ist man zwar auch ganz kurz in der Polizeistation, aber nicht lang. Da ist man ja die meiste Zeit in Raccoon City unterwegs. Bei Code Veronica ist man zwar auf dieser Insel, aber ja gut, man... ist halt ein sehr großes Areal, das man immer wieder abläuft. Okay, das könnte man noch zählen. So, bei Resi 4 ist man dann fast die ganze Zeit ja in dieser komischen Einöde da unterwegs, die sich da irgendwie Osteuropa nennt. Und bei Resi 5 ist man in Afrika eigentlich auch nur unterwegs. Bei Resi 6 ist man so, ist man eigentlich... Doch! Ha! Doch, stimmt. Resi 7. In Resi 7 sind wir wieder die ganze Zeit in dem Haus unterwegs. Das stimmt. Das war schön. Ich dachte gerade, da unten wäre noch was gewesen unter der Treppe. Nee, aber bei Resi 7, stimmt, da waren wir die ganze Zeit in dem Haus der Bakers unterwegs. Und das war echt schön. Also, da hat sich Capcom sehr viel Mühe gegeben, back to the roots zu kommen. Aber wisst ihr was? Genutzt hat das eigentlich nichts. Warum? Ja, weil... Resi 7 war finanziell für Capcom kein großer Erfolg. Ich glaube, die haben zwar 5-6 Millionen Einheiten verkauft, aber sie haben nämlich insgesamt weitaus weniger verkauft als damals bei Resi 6. Und das haben ja alle gehasst. Aber Resi 7 hat sich schlechter verkauft. Ich glaube einfach, weil Action am Ende doch ein Verkaufsargument ist. Ich glaube, Rätseln und Spannung und Grusel. Ich glaube, da haben viele dann eher Schiss vor, weil zum einen ist das Spiel dann nicht so actionreich und zum anderen, naja, gerade wenn es dann um den Faktor Gruseln geht, da gucken zwar viele gerne Videos, aber selbst spielen ist dann, glaube ich, für viele zu heftig. Es geht aber vom Horror her, der 7. Teil, fand ich. War aber super, war wieder besser. Also wieder besser als der 5. und 6. Teil. Wobei die Reihe für mich eh nicht für Horror, sondern eben für so ein cooles Zombie-Szenario stand. Also, möchte ich immer mit dazu sagen. So, egal. Wir haben jetzt noch den letzten Film, den Film des
Reporters, den können wir jetzt auch noch entwickeln. Film C. Ah ja, der Tyrant. Entwicklungscode T103. Aufgrund des beschleunigten Metabolismus, vergleichbar zur Serie 00, verfügt dieses Subjekt über außergewöhnliche Regenerationsfähigkeiten. pH X016 Datensatz. Okay, kann es sein, dass der angebliche Reporter ein Agent von Umbrella war? Denn Birkin hat ja gesagt, dass er Angst hat, dass Agenten kommen und seine Arbeit stehlen. War dieser angebliche Reporter einer dieser Agenten gewesen? Das wäre interessant herauszufinden. Schreibt mir gerne dazu eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten sehen und hören wir uns wieder in der nächsten Folge Resident Evil 2, die Claire B-Kampagne. Dann machen wir das letzte blaue Kraut und danach gehen wir in die Kanalisation. Bis dahin, gehabt euch wohl, haut rein, BB, euer Hyuga.